The topic of agriculture has become public in Europe recently, and even though this discussion has been brought to life again because of CETA and TTIP negotiation, it's significant to talk about the importance of agriculture in the world of economy and consumption. Bauern sind ganz wichtig für uns in der Ernährungsfrage, denn die industrielle Produktion von Lebensmitteln hat manchmal keine guten Auswirkungen auch auf die Umwelt. Und unsere Landwirtschaft hier zumindest, die ich kenne, ist so, dass sie in Einklang mit der Umwelt arbeiten möchte. Und das hilft im gesamten Leben, vernünftige Ernährung zu schaffen, gute Produkte zu haben und dabei die Umwelt auch ein wenig zu schonen. Dafür steht eigentlich unsere Landwirtschaft, die oft auch in Familienbetrieben organisiert ist. In developed countries, especially economically. For instance, in Germany, agriculture is only 2% of GDP and small farms have little chances to survive. Wir haben noch relativ viele Bauern, das ist aber regional unterschiedlich. Es werden weniger aufgrund der Maßgabe, dass man aufgrund der weiteren Technisierung wachsen muss und sonst hat man weniger Chancen am Markt, weil der Markt doch immer globaler wird. Der Schweinemarkt zum Beispiel ist ein Weltmarkt. Und wenn ich einen Tierhaltungsbetrieb für Schweine habe, muss ich mich am Weltmarkt orientieren und kann dann nicht wie früher 20 Schweine halten. Da muss man schon ein paar Tausend haben. Die landwirtschaftlichen Betriebe stehen im gewissen Sinne schon zu Konkurrenten gegenüber. Das heißt auch mal, Fläche in Deutschland, in unserer Region ist sehr knapp. Jeder braucht Fläche, um zu wachsen oder halt nur, um die Tiere satt zu kriegen. Und da entsteht natürlich auch schon ein Konkurrenz. Kampf unter landwirtschaftlichen Betrieben und ein größerer Betrieb hat es eventuell mal einfacher. Er hat modernere Technik oder größere Technik, er kann die umgerechnet auf den Hektar vielleicht eventuell ein bisschen kostengünstiger arbeiten, er kauft Futter günstiger ein, hat dann schon gewisse Vorteile. Die Produktion ist wesentlich vereinfacht worden und wir haben durch unsere eigenen Erfolge, durch Technik, durch Technologie, haben wir durch effizientes Einsetzen von Betriebsmitteln haben wir eine Produktion, Gott sei Dank, die groß ist. Und das führt zum Teil zu geringen Preisen. On the one hand, the restrictive standards of the European Union and the law of national government tries to provide the protection of wildlife. But on the other hand, they limit the opportunities for farmers, especially those from small farms. Also im landwirtschaftlichen Bereich haben wir eine Vielfalt von Reglementierung, von Ansprüchen, von Vorgaben, die wir einhalten müssen. Und das ist auch eine wesentliche Aufgabe und eine Herausforderung, dem allen gerecht zu werden. Wir haben zum Beispiel bei dem, wenn man Lebensmittel erzeugt, muss man Standards einhalten. Da braucht man Parameter und Dinge, die man eben beachten muss, sonst kann man das wirtschaftlich nicht machen. Wir müssen uns natürlich an die Regeln der EU in erster Linie halten und dann gibt es natürlich noch spezifisch auch für den Milchviehbereich nationale Regeln, verschärfte Regeln, wo wir uns dran zu halten haben und dann mit unseren Handelspartnern, die stellen auch dann noch wieder extra Bedingungen, sprich die Molkereien, an denen wir die Milch abliefern, beziehungsweise Futtermittelfirmen, mit denen wir zusammenarbeiten, haben alle noch wieder ihre eigenen Regeln, um irgendwo da auch dann ihre Preise zu rechtfertigen. Man hat doch sehr viel bürokratischen Aufwand mit sich. Ich würde schätzungsweise für unseren Betrieb könnten wir schon fast eine Halbtagsstelle vergeben, nur an Büroarbeitskräften, also Bürosachen, die erledigt werden, Anträge ausgefüllt werden, Dokumentation. Das führt man ungefähr die Hälfte von seiner betrieblichen Zeit ist man im Büro mittlerweile schon. A huge responsibility rests also on consumers, who while looking for the lowest prices, are forgetting what the consequences for the farmers from the region are. How can it be that the food transported thousands of kilometers is still fresh? In what conditions had the cow been living, whose milk was priced only 50 cents per liter? Unterm Strich ist der Verbraucher eigentlich in der Pflicht mit seinem Kaufverhalten. Ne? Und weil wir richten unsere Produktion danach aus, was der Verbraucher verlangt. Sag ich mal, wenn 100% der Bevölkerung nur noch Bio-Lebensmittel haben wollten, dann würden auch nur noch 100% Bio-Lebensmittel produziert. Wir produzieren ja nicht
Produkte, die nicht vom Markt erwünscht werden. Wir sind ja nicht doof, sondern wir produzieren das, was der Verbraucher verlangt. Und leider verlangt der Verbraucher billige Lebensmittel, ja, mit immer besserer Qualität und mehr Tierschutz. Und das ist einfach schwierig zu vereinen. Also immer mehr Auflagen zu erfüllen, immer mehr zu tun für die Umwelt, für die Tiere, und aber unterm Strich immer weniger zu kriegen für sein Produkt. Diese beiden Sachen passen nicht zusammen. Und von daher ist der Verbraucher eigentlich in der Pflicht, mit seinem Kaufverhalten, ja, vielleicht den Anschub zu geben, indem halt, ja, indem er bereit ist, mehr auszugeben für Grundnahrungsmittel. Wir müssen einfach darüber nachdenken, was wir wollen. So, wollen wir das Produkt so haben? Soll das halb um den Erdkreis kommen? Muss der Apfel aus Neuseeland kommen? Oder essen wir doch oder sammeln den auf, der bei uns unter dem Baum liegt? Einfach mal reflektieren, was haben wir und was können wir machen? Und müssen wir alle Produkte das ganze Jahr verfügbar haben? Muss das sein? Oder ist das nur unsere Bequemlichkeit und unser Luxus und unser Wunsch? Despite the difficult situation in the consumer market, restrictive laws and hard work from morning till night, German farmers don't give up. Because what they do is not only their job, but firstly a passion. Das Wichtigste ist die Leidenschaft. Das kann man also nicht machen mit einem 8-Stunden-Job und wenn man das teilnahmslos machen würde, das ginge nicht. Das weiß auch jeder, der selbstständig ist, das ist im Grunde nicht viel anders. Das kann man nur mit Herz machen. Als erstes Leidenschaft, ne? mit Herzblut dahinter stehen. Verständnis natürlich für die, ich sag mal, mittlerweile weltweite Lage, wirtschaftliche Lage, ne? Sprich, dass man die Märkte kennt und im Auge behalten kann. Und vor allen Dingen ja mit dem Verbraucher zu arbeiten, ist mittlerweile wichtiger denn je, also darauf, auf die Bedürfnisse vom Verbraucher einzugehen und dementsprechend sich auszurichten.